Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox zur Mai-Ausgabe, in der wir Klassiker neu interpretieren und sie in neues Gewand hüllen. So bringen wir die Donauwellen sprichwörtlich auf den Kuchen mit einer Spiegelglasur, die einen tollen Wassereffekt zaubert. Aus der Box brauchst du dazu die Schattenmorellen vom Spreewaldhof, den Dessertring von Lares, Mirror Glaze Perlmutt von Tasty Me und die Decuccino Lebensmittelfarbe in Blau. Für die Buttercreme stellen wir zuerst den Pudding her. Dazu brauchst du eine Vanilleschote, Vollmilch, Eigelb, Speisestärke und etwas Zucker. Halbiere die Vanilleschote mit einem scharfen Messer und kratze das Mark heraus. Die Schote und das Mark dann in die Milch geben und 3 Esslöffel davon zur Speisestärke hinzufügen. Dann noch das Eigelb und den Zucker hinzufügen und alles ganz glatt rühren. Die Milch dann nun zum Kochen bringen. Wenn sie kocht, den Topf zur Seite stellen und die Schote entfernen. Dann unter Rühren die Eigelbmasse hinzufügen. Nochmal kurz aufkochen und immer weiter rühren, damit nichts anbrennt. Wenn die Masse schön eingedickt ist, alles in eine Schüssel geben und die Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, damit keine Haut entsteht. Dann komplett auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Für den Teig brauchst du nun Zucker, Vanillezucker, eine Prise Salz, Mehl, Backpulver, Backkakao, Milch, Eier, weiche Butter und Schattenmorellen. Gib die weiche Butter in eine Rührschüssel und füge den Zucker sowie Vanillezucker hinzu. Alles schön schaumig aufschlagen, bis die Masse fast weiß wird. Dann nach und nach ein Ei hinzufügen und nochmal gut verrühren. Zu einer homogenen Masse. Jetzt noch Mehl mit Backpulver, der Prise Salz sowie 3 Esslöffel Milch hinzugeben und nochmal kurz verrühren. Die Hälfte des Teiges dann eine mit Backpapier vorbereitete Springform geben und glatt verstreichen. Die Ränder der Springform nicht einfetten. Zum restlichen Teig dann den Backkakao sowie nochmal 3 Esslöffel Milch hinzufügen und nochmal gut verrühren. Dann den dunklen Teig auf dem hellen Teig glatt verstreichen. Die Schattenmorellen abtropfen lassen und dann gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Jede einzelne Kirsche dann nochmal herunterdrücken, denn so entstehen später die Wellen im Teig. Dann im 160 Grad Umluft vorgeheizten Backofen für 33 bis 35 Minuten backen lassen. Nach dem Backen nochmal leicht abkühlen lassen und währenddessen Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen. 2 bis 3 Esslöffel Öl hinzufügen und alles gut verrühren. Über den kompletten Kuchen verteilen und dann nochmal gut abkühlen lassen. Für die Buttercreme dann weiche Butter in einer Schüssel mit den Rührbesen schaumig aufschlagen, bis die Masse wirklich fast weiß ist.
Dann den abgekühlten Pudding esslöffelweise unterrühren und dabei immer kräftig aufschlagen. Wenn die Buttercreme noch ein wenig grisselig sein sollte, einfach wirklich immer weiter schlagen. Das kann manchmal auch bis zu 10 Minuten dauern. Bis am Ende eine schöne, homogene, cremige Buttercreme entsteht. Die Buttercreme dann auf der abgekühlten Kuvertüre verteilen und schön glatt streichen. Nun die Mirror Glaze noch mit etwas kaltem Wasser gut verrühren. Und circa die Hälfte bis zwei Drittel dann mit einem Esslöffel auf der Buttercreme verteilen und glatt streichen. Mit etwas Lebensmittelfarbe die restliche Mirror Glaze einfärben, sodass ein Hellblau entsteht. Wieder gut verrühren. Dann Kleckse davon auf dem Kuchen verteilen und verstreichen, sodass ein Wellenmuster entsteht. Für den schönen 3D-Effekt nochmal etwas Blau in die restliche Mirror Glaze geben, damit es dunkelblau wird. Und nochmal stellenweise auf dem Kuchen geben und wieder verteilen. Dann ca. 2 Stunden kühlstellen. Den Dessertring heiß abwaschen und nicht abtrocknen. Aus dem Kuchen Stücke ausstechen und das Stück Donauwelle dann von unten nach oben wieder herausdrücken. Jedes Mal wieder heiß abwaschen und neu herausstechen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Hinterlass uns doch einen Kommentar, wie dir das Rezept gefallen hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!